Frondenberger Boulevard, heute präsentiert von der Handelsvertretung Jörg Lehmann in Halle und vom Reisebüro Monika Stabenau aus Frondenberg. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen aus Frondenberg an der Ruhr zu einer neuen Ausgabe der Wohnzimmershow im Frondenberger Boulevard. Heute ist Dienstag, der 20.12. und auch heute haben wir Vorweihnachtliches im Angebot. Wir haben es ja schon gemerkt an den Jingle Bells, ne? Und Frau Mümmelmann hat versprochen, sie will mit mir zusammen ein Weihnachtslied singen. Ich bin schon sehr gespannt. Aber wie jeden Tag starten wir natürlich zunächst mit dem Wetterbericht aus Frondenberg. Erster Schnee am Morgen. Erster Schneefall in Frondenberg heute Morgen um 9 Uhr. Weiße Flöckchen kamen vom Himmel am kürzesten Tag des Jahres, den wir ja heute haben. Und die Temperatur war um den Gefrierpunkt. Die Bauernregel des Tages, die besagt, friert's am kürzesten Tage, ist's immer eine Plage. Ja, und die Plage hatten wir nun. Und die war auf den Straßen, da musste man nämlich aufpassen, dass man nicht wegrutschte. Das ist übrigens unser Gemeindehaus, unser Stiftsgebäude in Frondenberg und die evangelische Kirche. Das war der Wetterbericht aus Frondenberg und gestern hatten wir ja im Mondkalender von Frau Mümmelmann den Tipp, wie man und wann man am besten seine Haare schneiden lassen sollte. Heute hat sie einen neuen Tipp, nämlich für die Gärtner. Nicht, dass ihr denkt, im Dezember braucht er nichts zu machen. Nein, auch im Dezember kann man nach dem Mond noch etwas erledigen. Wir schalten rüber zu Frau Mümmelmann und dem Mondkalender. Der Mondkalender von Dienstag, dem 20.12.2011. Baumpflege. Der Mond steht günstig für jegliche Gartenarbeit an Gehölzen und Bäumen. Gehen Sie in den Garten und pflegen Sie Ihre Bäume nach Stand des Mondkalenders. Sie können die Äste stutzen. Das bringt Ihren Bäumen einen kleinen Energieschub. Sie werden sehen, dass die Gunst der Mondphase Ihre Bäume Leben einhaucht. Ja, und jetzt wollen wir euch doch was singen, haben wir gesagt, ne? Ein kleiner weißer Schneemann, der steht vor meiner Tür. Ein kleiner weißer Schneemann, der stand gestern noch nicht hier. Und nebendran der Schlitten, der lädt uns beide ein. Zur allerersten Schlittenfahrt ins Märchenland hinein. Jingle Bells, klingt es weit und breit. Schön ist deine Schlittenfahrt im Winter, wenn es schneit. Jingle Bells, klingt es weit und breit. Mach mit mir eine Schneeballschlacht, der Winter steht bereit. Der Winter steht bereit, April ist auch bereit. Und die werde ich jetzt erstmal auf den Sessel nebenan packen, damit wir hier ungestört unsere Sendung machen können. Außerdem muss ich sagen, stört mich diese Nikolausmütze. Bevor ich es vergesse, gestern haben wir ja so einige Orte aufgezählt, wo man uns sieht. Das waren natürlich längst nicht alle. Die erste Beschwerde kam aus Espelkamp. Man sieht uns auch in Espelkamp. Ich muss mich erstmal hier zurechtrücken. Ja. Erstmal guten Tag. Ach, Tag. Ja. Und? Nee, gute Nacht. Ja, Abend. Und überhaupt. Weil wir ja nie wissen, wann man uns sieht. So, ich hoffe, ihr werdet es freudig zur Kenntnis genommen haben, dass wir gesungen haben. Ich verspreche, das kommt nicht wieder vor. Dass wir uns so viel Text merken müssen. Ne? Den Hellweger Anzeiger von heute habe ich dabei. Ich muss erst mal sehen, dass man das auch sieht. Also, 20. Dezember. Die ist ein bisschen nass geworden, die Zeitung, weil der Schnee draufgefallen ist. Ganztagsangebote fehlen. Ärger über Rütteln an Dichtheitsprüfung. Die Wünsche der Bürger aus Frondenberg. Hast du das denn gelesen? Nein, habe ich nicht, weil es so viel ist und eigentlich so alles Mögliche in der Stadt betrifft. Ach so. Nicht die persönlichen. Die Hausbesitzer sind erbost wegen der Dichtheitsprüfung. Ja, zumindest die, die es schon haben machen lassen. Was hast du denn überhaupt gelesen? Die Schilder mit Zusatz? Ja, die wollen neue Schilder in Frondenberg.
immer mit, was habe ich gesagt zu dir eben? Was wollen sie draufsetzen? Weil der Tourismus doch immer größer wird in Fründenberg. Ja, natürlich haben wir hier Tourismus, den Radtourismus, den Golf. Ich habe da vorne mehrere Prospekte liegen. Ja. Frau Mümmelmann, das sind mindestens 10 Prospekte, die ich na, hier siehste. Habe. Was haben wir denn hier? Lassen Sie sich verwöhnen. Fründenberg bitte zu Tisch. Was haben wir noch? Halbzeit in Fründenberg. Ich weiß, ich halte das jetzt blind da rein. Freie Auswahl. Westfalens Golfparadies hat 45 Löcher. Das ist alles hier vor der Haustür. Ja, ja. Ja. Wir wohnen neben den Golfplätzen, damit jeder weiß, in welch hervorragenden Wohnlage uns findet. Hier könnte uns jederzeit ein Golfball treffen. Man lebt gefährlich. Ne? So, jetzt machen wir erstmal weiter. Was haben wir im Angebot? Die Show vom letzten Jahr. Ja. Ja, da haben wir einen kleinen Ausschnitt. Okay, bis gleich. Bis gleich. Die Dame hier auf meinem Schoß, das ist heute nicht April, sondern das ist ihre Tochter Eva. Eva, nun zeig dich mal in voller Schönheit. Na, eigentlich war sie gerade schon fast eingeschlafen hier auf meiner Brust. Das hat sie nämlich gern, wenn ich sie streichel und kraule, dann ist sie ganz in ihrem Element. Und wenn ich dann aufhöre, meistens kommt sie dann und verlangt ein bisschen nach Nachschub. So, das war's. Kaum ist Frau Mümmelmann wieder in der Sendung, überziehen wir wieder gnadenlos. Ich habe gesagt, in 5 Minuten müssen wir damit hinkommen. Schaffen wir gar nicht. Vielleicht bin ich so langsam. Darf ich dir deine Mütze wieder reichen? Nein, die musst du dir selber reichen. Ja. Ne? So, wir wollen uns doch zum Verabschieden die Mütze auch wieder aufsetzen. Moment. Ne? Und sagen in diesem Sinne, geht langsam durch den Tag, macht's nicht wie ich. Gerade dann, wenn das meiste los ist beim Einkaufen, an die Kasse zu gehen. Also man lässt nerven. Was gibt's heute zu essen? Spaghetti mit leckere Bolognese-Soße. Genau, die Bolognese-Soße habe ich nämlich schon vor Wochen vorgekocht. Sie ist tiefgefroren. Wir brauchen nur noch Spaghetti machen, Leute. Ganz easy. In diesem Sinne, macht's gut, macht nichts, was wir nicht auch tun würden. Mhm. Und denkt immer dran, ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Wir sind bei euch. Und ich sage bis morgen in alter Frische und